Depeche Mode, von den Fans heiß ersehnt und stürmisch gefeiert, die Synthie-Pop-Weltstars aus Großbritannien in der Berliner Werner Seelenbinder-Halle. Kurz vor dem Superkonzert überredeten wir Dave und Ellen zum Drums-Interview. Wussten die Jungs überhaupt, dass sie in der DDR so viele Fans haben? Ja, wir hatten schon eine gewisse Vorstellung, denn wir haben schon viele Briefe von hier bekommen. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Und warum dürfen wir das Konzert nicht fürs Fernsehen mitzeichnen? Das erlauben wir nirgendwo auf der Welt. Wir sind der Meinung, dass es sehr schwierig ist, die Stimmung eines Live-Konzerts fürs Fernsehen einzufangen. Sowas erfordert viel Fertigkeiten, um es im Fernsehen genauso hinzukriegen wie im Saal. Das kann man nicht übermitteln. Gewöhnlich ist es auch sehr langweilig, ein Live-Konzert im Fernsehen zu verfolgen, unabhängig davon, welche Gruppe spielt. Also möchten wir nicht, dass unser Konzert im Fernsehen gezeigt wird. Ihr kennt euch einander schon viele Jahre sehr gut. Wie lange werdet ihr es denn noch zusammen aushalten? Das ist eine Frage, die man schlecht beantworten kann. Man kann doch vorher nicht sagen, wie lange man so zusammen sein wird. Es hängt doch auch davon ab, wie gut man sich als Gruppe durchsetzt. Eigentlich kann man so lange weitermachen, wie man nur will, wenn man nur manchmal seine eigenen Dinge tut und abschaltet. Wenn man zu viel gemeinsam macht, dann schlägt man sich gegenseitig tot oder die Gesellschaft des anderen wird langweilig. Wie in jeder anderen Arbeit kann es auch bei uns eintönig werden. Man sollte alles gut dosieren. Aber ich denke, Depeche Mode ist eine Band, die sich lange halten kann. Wir haben eine feste gemeinsame Basis und auf dieser wollen wir nun wachsen. Manche sagen, und das sind nicht nur ältere Leute, dass ihr eine kalte Musik macht. Wie ist das Verhältnis von Fantasie und Wirklichkeit? Ich glaube, es stimmt nicht, wenn man sagt, unsere Musik sei kalt. Viele sagen, dass elektronische Musik kalt ist. Aber ich denke nicht, dass so wie wir die Elektronik einsetzen, die Musik kalt ist. Wir sind überzeugt, dass viel Emotion in unserer Musik liegt. Es ist doch alles sehr realistisch und auch die Texte sind es. Wir meinen es ehrlich. Es geht um reale Dinge aus dem Leben. Das ist keine Fantasie, sondern Wirklichkeit. Eben deshalb kommen einige damit nicht klar, denn sie wollen nicht wahrhaben, dass bestimmte Dinge im Leben nur mal passieren. Der Mensch verdrängt gern und möchte nur Erfreuliches hören. Aber das Leben besteht nicht nur aus Glück. Was haltet ihr eigentlich von Videos? Wie wichtig sind solche Filme für Arbeit und Geschäft? Die müssen sein, wenn du allein mal bedenkst, wie oft wir nach Berlin kommen. Vielleicht einmal in 5 Jahren. Da ist es doch sehr wichtig, dass man ein Video hat, damit die Leute uns sehen können und erleben, wie wir sind. Das ist der Hauptgrund, warum wir Videos machen. So kann man zur gleichen Zeit zum Beispiel auch in Australien und Amerika gezeigt werden. Manchmal ist es natürlich schwer, nachdem man seine Energie bei einer LP-Produktion gelassen hat, noch einen dazugehörigen Film zu drehen. Da denkt man manchmal schon, warum belasten wir uns mit all dem? Aber in den letzten Jahren haben wir gute Videoregisseure gefunden, mit denen wir gern arbeiten, und das macht es leichter. Elton John sagte mal, dass ihr Popgeschichte macht. Was sagt ihr dazu? Wir haben vergangenes Jahr in der BRD ein Konzert mit ihm gemacht und er war sehr nett. Er kam zu uns, sprach uns an und sagte, dass ihm unsere Musik gefällt. Beim Album Construction Time Again hat er uns sogar geholfen. Er war freundlich. Wir trafen auch schon andere Stars, die nicht so angenehm waren. Dieser Elton John ist sehr irdisch. Es wäre natürlich schön, wenn die Menschen sich in späteren Jahren noch an uns erinnern würden, wenn wir also ein wenig Popgeschichte machen könnten. Ich glaube, das können wir schaffen, denn wir machen ja schon dadurch Geschichte, dass wir weiter im Geschäft bleiben und uns entwickeln. Wichtig ist vor allem, dass sich unser Publikum in der Welt immer mehr vergrößert. So werden wir immer mehr Anerkennung erlangen, als Gruppe, die damit also auch irgendwie wichtig war. Für wen oder was macht ihr eigentlich die Musik? Für Geld, für die Fans oder für euch selbst? Für all das. Wir tun es zuerst für uns. Es macht uns Spaß. Wir haben bestimmte künstlerische Ambitionen und machen alle sehr gern Musik. Natürlich müssen wir auch unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Und dann sind da die Fans, die unsere Platten kaufen, wovon wir leben. Aber eigentlich machen wir die Musik für uns selbst. Welche anderen Dinge des Lebens sind euch wichtig?
Eine gute Lebensqualität ist wichtig. Dazu gehören vor allem gute zwischenmenschliche Beziehungen. Außerdem muss man kreativ sein. Es ist wichtig, seine Energie in einer positiven Richtung freizusetzen. Aber jeder sollte auch seine persönlichen Dinge haben, die ihm was bedeuten. Wie mein Sohn Jack, der für mich sehr wichtig ist. Sicherlich sogar das Bedeutendste in meinem Leben. Wie geht es überhaupt deinem Baby, Dave? Ihm geht's gut. Es ist wie gesagt ein Junge, der Jack heißt und er ist jetzt 5 Monate alt. Bist du sauer, weil du ihn nun so lange Zeit nicht sehen kannst? Ich habe ihn letzte Woche gesehen. Ich bin nicht sauer, aber es ist doch nur natürlich, dass ich gern bei ihm und meiner Frau wäre, um zu erleben, wie er aufwächst. Es ist schwer, weißt du, denn immer wenn ich ihn jetzt sehe, hat er sich schon wieder verändert. Aber wenn wir die Tour im Juli beenden, werde ich einige Zeit mit ihm erleben können. Könntet ihr morgen nochmal von vorn beginnen? Würdet ihr dann alles wieder so machen wie bisher? Wir haben in all den Jahren viele Fehler gemacht. Daran gibt es keine Zweifel. Wenn du anfängst mit so einer Band, dann weißt du erstmal nicht, wo hinten und vorne ist. Man macht alles Mögliche. Zu viele Fotosessions, sagt zu viel Dummes in Interviews. Man lässt sich zu sehr manipulieren, vor allem von der Presse, von Fotografen, von Regisseuren. Selbst die Plattenfirma ist keine Ausnahme. Aber eigentlich hatten wir bei den wichtigsten Dingen Glück. Unsere Plattenfirma ist in Ordnung und so konnten wir vorankommen. Die meisten Sachen würden wir wohl wieder so machen. Wir machten Fehler, machen sie bis heute. Dabei haben sich unsere Inhalte nicht so sehr verändert. Wir haben uns nur ein wenig umbesetzt. Thank you so much. All the best to you. Bye-bye. Thank you.